Willkommen zurück. Wir sind in 20 Minuten Till Dawn. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass es neue Charaktere und neue Waffen gibt. Wir spielen jetzt mit Abby und schalten uns mal eine dieser beiden neuen Waffen frei. Also drei gibt's. Bei der dritten müssen wir einen Gegner besiegen, da weiß ich aber leider nicht welchen. Und den Endboss aus einem der anderen beiden Level. So. Wirbelsturmschwert gibt's. Führen Sie während des Nachladens einen Schleuderangriff aus, der Ihren Kugeln in einem bestimmten Bereich kontinuierlich Schaden zufügt. Oder das Salvo-Messer. Folge die Feinde, während du dich bewegst. Ihre Schüsse werden gleichzeitig auf jeden verfolgten Gegner abgefeuert. Verfolgung erfolgt umso häufiger, je schneller sie sich bewegen. Das ist jetzt, also wir testen wohl erstmal das Wirbelsturmschwert. Da wir die Abby spielen. Und probieren auch hier das Kürbisfeld, da waren wir noch nicht. Und da wir uns ja mit ihrer Spezialfähigkeit drehen können und alles verschießen, vielleicht funktioniert die Waffe da dann sehr gut. Müssen wir mal austesten. Und gucken, wie das Feld aussieht hier. Da waren wir ja noch nicht. Ah. Okay. Ist ja eine coole Waffe. Einfrieren. Einfrieren direkt oder nee, Waffenschaden. Wir nehmen. Warte mal. Wir machen mal zerschmettern, da wir ja häufig nachladen werden. Wie sieht das jetzt mit ihrer Fähigkeit aus? Da treffen wir im Kreis. Das ist ja perfekte Waffe für sie. Dann erhöhen wir jetzt die Sichtweite und alles. Auch ab und zu normal angreifen. So. Schaden von Glanz wird verdoppelt. Nehmen wir die Blitze jetzt und gleich dann. Oh nein, voll reingelaufen. Mal gucken. Oh, die Karte ist sehr klein. Also wir brauchen noch mehr Blitze. Und mehr Leben. Einfrieren. Oh ne, wir nehmen Nachladegeschwindigkeit. Waffe ist echt cool. Wir müssen nur sehen, dass wir irgendwie Reichweite irgendwie noch ein bisschen erhöhen. Mal gucken. Feuerrate. Und immer schön reinlaufen. Also ein bisschen gefährlich die Waffe, so. Aber können wir ja mal gucken. Dann gibt es hier bestimmt auch wieder andere Bosse. Mal sehen, was die dann machen. Nachladegeschwindigkeit nochmal. Waffenschaden. Nach dem Nachladen. Nachladen. Was ist mal das hier? Müssten wir noch das Zerschmettern bekommen für Glanz. Sehr gut, weil wir Sichtweite schon erhöht haben.
Reichweite. In Munition. Bewegungsgeschwindigkeit. Reichweite und Sichtweite. Schaden von Glanz wird verdoppelt. Das, was bringt, weiß ich jetzt nicht. Die eine Fähigkeit da. Nehmen wir Glanz. Das Zerschmettern wäre gut. Nur aufpassen, die Geister, die sind ganz schön fix unterwegs. Wir haben ja schon wieder nur so wenig Leben. Irgendwie klappt das mit dem Blitzen auch noch nicht so gut. Erhöhe deine Nachladegeschwindigkeit um 5% für jeden getöteten Gegner. Setz dich nach dem Nachladen zurück. Wir machen mal Waffenschaden noch. Also ist cool, dieses Schwert. Hat was von einem Schwert. Ja, nein. Ach, ich war weit genug weg. Aber das testen wir direkt nochmal. Macht ja sehr viel Spaß mit der Waffe. Rad ist auch schön klein. Anfangen können wir sie ja einfach so angreifen. Weil so ein Wurfangriff. Verschmettern. Das war irgendwie das Leben aufgefüllt. Max LP um 1 für jeden 500 Gegner, du zerschmettert hast. Es können maximal 3 LP dadurch gewonnen werden. Mal hin. Muss man nur aufpassen, welchen Gegner wir zerschmettern. Also gut, das zählt er ja selber. Weil das Update ist ungut. Wir haben ja auch noch gar nicht alle Schwierigkeitsstufen freigespielt. Und wissen noch nicht, welche so die besten Kombos sind. Nicht weiter erhöhen. Oh, das war aber schon wieder knapp. Ja, 500 Gegner, den zerschmetterst, halte ich. Ein LP. Ja. Jetzt werden wir bei 500 Gegnern doppelt geheilt. Werden wir. Aber ja, nur maximal 3 Herzen können wir dazu bekommen. Also bestimmt die leeren Herzcontainer. Und damit können wir sie dann auch direkt auffüllen. Weiß ich gar nicht, ob das auf der Karte hier so gut ist. Es werden bestimmt nicht so viele Gegner kommen wie auf den anderen Karten. Die Karte ja sehr klein ist. Das ist jetzt, na gut, 20 mehr Schaden. Mal hin. Wir erhöhen mal lieber unseren Waffenschaden. Ist später gut, wenn wir mehr Herzen haben sollten. Gegner explodieren 3 Kugeln, wenn sie getötet werden. Schaden von Glanz. Ja, wir machen mal das erstmal. Flächenschaden verursachen.
Da ist wieder fraglich, ob das überhaupt bei den Gegnern klappt. Auch immer zufällig, was wir als Fähigkeiten kommen am Anfang und so. Jetzt hat man zum Beispiel gar keine Blitze oder Einfrieren oder sowas. Grenz wird verdoppelt. Oder verursacht nun alle Effekte. Wir haben ja gar keine Effekte. Bei Sichtweite noch. Na gut. Dann bringt das Zerschmettern auch mehr beim Nachladen, wenn die Sichtweite so schön erhöht ist. Geisterfreund. Immer den Geisterfreund. Waffenschaden bringt. Ich weiß nicht, ob das bei der Waffe... Doch, ist größer geworden, oder? Sieht zumindest so aus, als wären die Angriffswellen, also dieser Stromangriff, ein bisschen größer geworden. Ah, da ist der rote Gegner, der viel weiter Schaden macht, als ich vermutet habe. Nehmen wir einfrieren. Wir werden immer durchdringen. Nur nicht so nah an den. Bewegungsgeschwindigkeit und Nachladegeschwindigkeit um 35 für 2 Sekunden nach dem Nachladen. Da waren positive Effekte, das können wir ruhig nehmen. Manchmal muss man ja abwägen, ob man es nimmt oder nicht. So. Machen wir uns mal ein klein bisschen schön. So viele Erfahrungspunkte einsammeln. Wir haben noch nicht 500 Gegner getötet. Also durch Zerschmettern. Einsammeln. Ich nehme jetzt mal ein Free. Sind sie zwar sehr nah eingefroren, weil es ja eine Nahkampfwaffe in dem Sinne ist. Das ist auch nicht so schlimm. Also hier ist ihre Fähigkeit sehr gut, muss ich sagen. Mit der neuen Waffe. Wir wissen ja noch nicht, wie das hier mit den Bossen aussieht. Oh, jetzt hätten wir Blitz. Oder wir machen uns noch ein bisschen schneller. Verursachen Brand. Auf der Anfangskarte, die ja direkt freigeschaltet ist, damit man spielen kann. Da war ja der Boss so ein Charger, also ist auf uns zugestürmt immer. Das war ja nicht also so gut für eine Nahkampfwaffe dann. Wenn man eine Fernkampfwaffe hat, dann geht das ja, kann man ja ausweichen. Okay. Hier ist es derselbe. Wir haben noch nicht ein Herz bekommen. Orden von Glanz. Wir haben jetzt einfrieren, das ist gar nicht so schlecht.
nicht, ob wir den getötet kriegen. Hätte man nicht eingefroren gerade, wären wir draufgegangen. Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit 10% alle 10 Sekunden, maximal 40% über uns wird zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Gut, wenn wir getroffen werden, sind wir tot, also. Wird hier aber ganz schön voll. Jetzt kommen auch noch welche, die schießen. Ich glaube, das sieht er nicht so gut. Das sah nicht so gut aus. Aber die Waffe macht sehr viel Spaß. Wir können jetzt ja nochmal die andere Waffe uns angucken. Ratte nehmen wir dafür. Lass mal gucken. Also, verfolge die Feinde, während du dich bewegst. Ihre Schüsse werden gleichzeitig auf jeden verfolgten Gegner. Ich hoffe nicht, was. Gegner, also. Wie immer denn? Läuft hier irgendeiner besonders schnell? Bin getroffen. Verlängern. Lebenspunkte. Oh ja. Geister verfolgen nahe Gegner. Den kann keiner besonders schnell laufen. Ja, schwarzes Loch. Schmetterling. Ich bin ja einen gefrorenen Schmetterling nehmen. Nehmen wir jetzt mal Tempel. Die Waffe noch nicht so ganz. Sie visiert Feinde an. Die sind arschlangsam, merke ich. Ja, zusehen, dass wir uns irgendwie schneller machen. Streuung, ich weiß nicht. Hat das einen Effekt auf die Waffe? Wir müssten eigentlich nur warten. Ah, wenn wir uns bewegen, wird erst anvisiert. Okay. Gut. Wenn wir stehen, wird nicht anvisiert. Ah, wieder was gelernt. So. Schneller machen. Oder durchdringen. Durchdringen ist natürlich sehr gut. Jetzt bei so wenig Gegnern nicht so der Hit. Aber später ist das ja gut. Doch, ich los. Ist ja einfach direkt in einer Reihe durch. Ja, sie hat ja so einen Schmetterling, der einfriert. Ich habe mich gerade gewundert, warum hier so Gegner sind. Ja, und so stehen bleiben. Schaden. Ja, wir machen uns erstmal einen Schaden hoch. Aber wir müssen halt uns immer bewegen. Nicht so schlimm. Ein bisschen ärgerlich, dass wir halt jedes Mal stehen bleiben beim Schießen.
Ladegeschwindigkeit. Scheint ja gar nicht so gering zu sein. Wie mit diesen Doppel-SMGs. Ist ja super langsam die Nachladegeschwindigkeit da. Ist auch fraglich, ob es sinnvoll ist, erst zu warten, bis super viele anvisiert sind. Ja, krass, voll reingelaufen. Ach ja, hier waren ja die wieder, die explodieren. Oh Gott, da gehen wir doch bestimmt gleich drauf. Ein bisschen schneller. Der Explosionsradius ist natürlich mies. Nehmen einfrieren. Die sind so viel. Natürlich die großen gleich sind problematisch. Die haben wir vorhin auch schon nicht getötet. Ne, warte, vorhin nicht. Letzte Folge war das. Jetzt verwechselt. Eben waren wir ja mit dem Kürbisfeld. Dem Feld. Natürlich. Ich bestimmt wieder irgendwie ein Charakter, der besonders gut für die Waffe ist. Fluch, nehmen wir Fluch. Dann nehmen wir Sichtweite. Dann nehmen wir Sichtweite. Boah, das war jetzt aber... Oh. Hier. Bin gerade so noch ausgerechnet. Ich sollte vielleicht ab und zu auch schießen. Das Durchdringen ist genial. Eigentlich wollte ich die Kiste da oben. Was? Wir nehmen mal... Herzen mehr. Was die Kiste? Lass einen weiteren gefrorenen Schmetterling erscheinen. Das bringt jetzt nicht so viel. Ja, der Explosionsradius von diesen Viechern nicht so groß. Das Durchdringen ist genial. Karte ist noch ein kleines, also die sind alle unterschiedlich groß. Die erste ist riesig, die zweite hier ist kleiner und begrenzt und die dritte ist jetzt dann ja sehr klein gewesen. Wir können jetzt mit Glanz einfrieren. Sehr gut. Großen, die sind super schwer zu töten irgendwie. Meinen, die explodieren ja, wenn man nah rangeht. Mann, hier, was ist das denn für? Da ist ein Boss. Ja, nicht so gut. Für jeden 500 Gegner, die du zerschmettert hast. Oder mehr Munition und Nachladung. Das wird sich auch. Mal
Ich will das aber wissen, da. Zum Glück haben wir einfrieren. Nein. Oh, bin in so eine Kugel gerannt. Da bin ich auch pristiniert. Also da laufe ich in einer Tour rein in so Kugeln. Keine Ahnung. Aber wir haben Seelenherz wieder bekommen. Sehr gut. So, da ist. Oh. Was ist denn? Er schießt Minimies. Explodieren können. Da mies. Ja, so gar nicht getötet. Halte ein Seelenherz, erhöhe die maximale Anzahl von Seelenherzen um 2. Okay. Ist auch noch super schnell. Aber jetzt sieht aber nicht so prickelnd aus. Oh. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Soll ich denn hier rauskommen? Ja, das war's. Warum waren das auf einmal so viele? Aber die Waffe ist interessant. Wahrscheinlich auch irgendwie einen anderen Charakter für nehmen. Also haben wir es uns jetzt angeguckt. 9 Waffen. Eine fehlt uns noch. So. Ja, eine. Irgendwen hier. Ja, eine fehlt uns noch. Wo wir aber nicht wissen, welchen Gegner wir besiegen sollen. Wirklich. Oh. Na, hier wissen wir ja. Einmal Tempel überleben und einmal das Halloween Level überleben. Können wir ja beim nächsten Mal probieren. Und wir müssen noch. Oh, welche? Auch keine Beschwörung, also ist bestimmt irgendwie ein anderer dafür sehr gut. Das hier ist eine Beschwörungswaffe. Müssen hier auch noch bis Level 15 freischalten. Schneller Erfahrungspunkte sammeln, ohne Errungenschaften freizuschalten. Erfahrungspunkte brauchen wir ja gar nicht. Mir alles freigeschaltet. Einzige, was noch fehlt, ist Ruhen, aber da reicht einmal. Ach ne, brauchen wir ja auch nicht viel. Hier 3 Stufen fehlen uns noch, also. Reicht aber vollkommen. Da einmal Endlos-Modus zu spielen, dann hat man das ja direkt zusammen. Und hoffe ich, hattet ihr wieder viel Spaß. Liken, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und hier ein bisschen weiterspielen. Bis dann.